Es ist einer der letzten Züge, der im Tagebau Cottbus Nord mit Braunkohle beladen wird. Seit Ende 2015 ist hier Schluss. Nach 40 Jahren war der fossile Brennstoff abgebaut. Nun werden die Pläne für die Renaturierung der Grube konkret. Die Kohle hier in Cottbus Nord liegt ungefähr 40 Meter unter der Rasensohle. Ja, etwa in 10 Jahren stehen wir jetzt schon auf dem zukünftigen Seegrund vom Cottbuser Ostsee. Wir werden also ab 2018 mit der Flutung dieser Bereiche beginnen. Die Deckschicht über dem Lausitzer Kohleflöz ist hier 30 Meter stark. Bevor sie als Abraum umgeschichtet wird, wurde sie komplett archäologisch untersucht. Der Archäologe Markus Schneider kennt den Tagebau und das Gelände. Mit seiner Schließung kommen neue Aufgaben auf die Braunkohlenarchäologen zu. Wir werden hier zum Beispiel auf einem 50 Meter breiten Streifen eine sogenannte Randabflachung mit untersuchen, in der natürlich die ganzen Fundplätze, die wir bis an den Randbereich erfasst haben, auch noch weitergehen. Also genau wo wir jetzt stehen, werden wahrscheinlich eben noch steinzeitliche und mesolithische Fundplätze noch erfasst werden, die in diesem Bereich hier von dem zukünftigen Hafen eben auf wahrscheinlich ca. 16 Hektar noch zu erfassen sind. Im Bereich der Gemarkung Merzdorf wurde bereits alles untersucht. 2 Jahre haben wir hier gearbeitet am nördlichen Rand des Tagebaus Cottbus Nord. Überall, wo die Abraumhalden zu sehen sind, haben wir unsere Suchschnitte gezogen und sind dabei auf eine Torfschicht gestoßen, die aus dem Ende der letzten Eiszeit stammt, aus der jüngeren Drüaszeit. Dass die Torfschicht aus der Drüaszeit stammt, haben erste Dendroproben ergeben. Auf dem Torf fand sich ein gut erhaltener Kiefernstamm, der nun nochmals beprobt werden soll. Die erste Probe wurde vom DAI in Berlin untersucht, wo man Überraschendes festgestellt hat. Wenn man es gesagt kriegt, sieht man es eigentlich auch selber, dass das ein Halbstamm ist, gespaltenes Holz. Hier ist die Mitte des Stamms und dann laufen ja die Jahrringe nicht konzentrisch rum, sondern halbkreisförmig. Nicht? Obwohl am dicken Ende des Stammes nur 44 Jahresringe erhalten sind, gelingt die Datierung und mit dem Datum kommen neue Fragen auf. Das ist auf alle Fälle ein gespaltener Stamm, ein Halbstamm. Wir haben das zunächst gar nicht bemerkt. Das ist erst bei Entnahme der Dendroprobe sichtbar geworden. Und nach Aussage von Dr. Häusner ist das höchst unüblich, dass ein Kiefernholz natürlich in Längsrichtung aufspaltet. Und insofern werden wir das jetzt sehr genau uns angucken und entnehmen den Stamm in Meterstücken. Je nachdem, wie genau das Alter bestimmt werden kann, wird sich zeigen, in welchen Zeitabschnitt die Torfbildung fällt. Archäologisch gesehen gehört er ins Spätpaläolithikum. Vor rund 12.000 Jahren wechseln sich die regionalen Stielspitzen mit der Federmessergruppe ab. Geologisch gesehen ist es der Übergang von der letzten Eiszeit zur Warmzeit des Holozäns. Doch lässt sich die Anwesenheit von Elch- oder Rentierjägern überhaupt beweisen, wenn die Funde fehlen? Es gibt im Nachbarschnitt eine Holzkohlekonzentration auf der Oberfläche des Torfes, möglicherweise eine Feuerstelle. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass Menschen zur Zeit der Ablagerung des Torfes hier auch anwesend waren. Die Datierung an der ETH Zürich ergibt ein Alter von 9800 bis 9600 vor Christus. Der letzte Abschnitt der jüngeren Drüaszeit. Thank you.
Ausstellungseröffnung in der Slawenburg Radusch, dem archäologischen Hotspot in der Niederlausitz. Wir sind wieder hier, um eine Sonderausstellung zu zeigen, die sich diesmal nicht einem besonderen Thema widmet, sondern ein Kaleidoskop der wichtigsten Funde aus den letzten 5 bis 6 Jahren etwa ist. Also diese Ausstellung geht durch die Zeiten 130.000 Jahre bis fast in die Neuzeit. Funde aus diesem Zeitraum berichten von der Besiedlungsgeschichte des Landes Brandenburg. Ein besonderes Highlight, der Faustkeil und die Steinklingen aus dem Tagebau Jenschwalde. Aber auch römische Militaria aus dem 2. und 3. Jahrhundert, ein Messerbeschlag, Teile eines Ortbandes, Fibeln und die Goldmünzen aus Biesenbroh, einzigartige Zeugnisse der Völkerwanderungszeit. Aus Lenzen an der Elbe stammt diese slawische Tür. Das schöne Vortragskreuz aus Horno und natürlich Münzen, wie sie immer wieder in unruhigen Zeiten vergraben wurden. Wir sind sicher der größte Leihgeber im Land mit unseren Sonderausstellungen durch die Region wandern, mit Einzelobjekten, die wir ausleihen. Und die Slawenburg Radusch ist für uns ganz, ganz wichtig, denn das ist das Schaufenster der Archäologie hier in der Niederlausitz. Ein Besuch des Museums ist unbedingt empfehlenswert. Der Beetzsee im Naturpark Westhavelland. Seit 2014 untersuchen Studierende der HTW Berlin den Flachsberg in der Gemarkung Gorz. 3 Flächen sind geöffnet, um einzelne Magnetikbefunde zu klären, die gar nicht so leicht zu deuten sind, wie die verschiedenen Funde zeigen. Ja, das sind verkohlte Getreidekörner, die jetzt ganz unten aus der Verfüllung dieser Ofengrube stammen. Das hatten wir jetzt so nicht erwartet. Neben dem spätslawischen Ofen finden sich Zeugnisse der jüngeren Bronzezeit. Auch kaiserzeitliche Funde werden gemacht, seitdem das Gelände mit dem Metalldetektor abgesucht wird. Sieghard Wolter, ehrenamtlicher Helfer aus Brandenburg, hat seit 2011 eine Genehmigung, das Gelände zu prospektieren. Erstes Jahrhundert. Von wo kommt die jetzt? Von welcher Stelle? Da, wo der Baum ist, gerade hoch. Also nicht weit von dem Loch, was da hinten ist, mit der schwarzen Färbung. Da. Ist aber markiert, ne? Ist markiert. Dann messen wir das gleich ein. Ja. Beeindruckend an dieser Fläche sind vor allem die vielschichtigen Befunde der Geophysik, die zum Teil freigelegt werden. Also einerseits fällt natürlich sofort diese lineare Struktur ins Auge. Das wird also sehr wahrscheinlich ein verfüllter Graben sein. Dann fällt natürlich auch sofort ins Auge diese Kreisstruktur. Diese Struktur hat ein Außenmaß von etwa 38 bis 40 Metern. Also in die Urgeschichte möchte man es ganz sicherlich nicht einordnen. Was Slawisches passt eigentlich nicht hierhin auf diese kleine Erhebung, sodass eigentlich nur diese Struktur im Zusammenhang mit den mittelalterlichen Keramikschaben gesehen werden kann. Eine eingeebnete Motte möglicherweise. In Fläche 3 gibt es inzwischen schon wieder einen schönen Fund. Das ist ein Schlüssel, der irgendwie ins 11., 12. Jahrhundert einzuordnen ist. Also in die spätslawische Phase. Die Reste der slawischen Hausgruben schneiden hier einen älteren Siedlungshorizont aus der jüngeren Bronzezeit. Der wird von spätslawischen Gruben und Herdstellen überlagert. Kein einfacher Befund. Dazu kommt, dass die Funderhaltung mehr als zu wünschen übrig lässt. Das sind eigentlich die Stücke, die wir hier auf der Grabung eigentlich vermuten und suchen, finden sie aber nicht. Das heißt, hier ist schon sehr stark angepflügt und ist alles in den Oberboden gekommen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir im Planum jetzt in den Befunden selbst auch Metalle kriegen. Aber es ist nicht ein einziges Stück bisher. Wir werden jetzt sehen, wie tief die Befunde an sich noch erhalten sind. Archäologisch gesehen erweist sich der Flachsberg bei Gorz als eine echte Herausforderung. Mal sehen, wie es bei der nächsten Grabungskampagne weitergeht.
Nur wenige Kilometer weiter untersuchen ehrenamtliche Helfer einen Fundplatz am Golmberg nahe des Dorfes Götz, etwa 10 Kilometer von Brandenburg an der Havel entfernt. Also jetzt an der Stelle haben wir eine Fibel gefunden mit umgeschlagenem Fibelfuß. Die Funde gehen von einer Münze aus dem Mittelalter, aus dem Frühmittelalter. Steinzeitliche Funde habe ich hier, verschiedene Abschläge, Mikrolithen. Das ist ein alter Siedlungsplatz definitiv. Wasser haben wir hier drüben und hier ist eine erhöhte Lage. Spricht alles für einen extrem lang genutzten Siedlungsplatz. Seit Jahren bemüht sich die Denkmalfachbehörde erfolgreich, Sondengänger als ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger zu integrieren. Diesmal hat Sieghard Wolter am Golmberg eine größere Grabungskampagne ausgelöst. Anfang 2014 hatte er hier zuerst einzelne Münzen, dann einen ganzen Münzschatz entdeckt. Noch am Fundort informiert er die Behörde, 2 Kilo Silbermünzen kommen ins Depot. Von den brandenburgischen Denaren sind etwa 300 Typen bekannt. Ein schöner Nebeneffekt der Untersuchung, es werden auch neue Münztypen entdeckt. Wieder einer? Habe ich im Auszug gefunden. Sieht sehr schön aus. Oh, ist ja wunderbar. Mhm. Wirklich wunderbar. Wir sehen hier sehr schön auf dieser Seite eine Stadt mit 3 Türmen. Und auf der Rückseite ist der Markgraf als ja wirklich in einer Ritterausrüstung mit Schild und einer Waffe in der Hand. Ja, hat anscheinend keinen Helm in diesem Falle, sondern so lange Haare, ja, so eben nach gotischer Mode, spätgotischer Mode. Also ein ganz wunderbares Stück und scheint ja weitgehend vergefrischt zu sein. Der Archäologe Günter Mangelsdorf hatte an der Fundstelle das mittelalterliche Dorf Golm lokalisiert, welches 1295 von Markgraf Otto an das Kloster Lenin verkauft worden war. Schon 1375 lag der Ort wieder wüst. Wie kam es also zur Verbergung des Schatzes? Wir können feststellen, der Schatz ist am Rand einer Siedlung, am Niederungsrand niedergelegt worden. Und dieser Bereich, der hier, wo man den Schatz niedergelegt hat, das war offenkundig ein für nicht agrarische Zwecke genutzter, so eine Art Wirtschaftsbereich. Also wir haben eine Art Ofen, möglicherweise ein Schmiedeofen. 1882 war in der Nähe ein ähnlich umfangreicher Schatz aus Denaren entdeckt worden, dessen Fundumstände nicht überliefert sind. Auch deshalb wurde entschieden, das Gelände großflächig abzusuchen. Das ist ja die profilierte Schnalle, das ist also eine ganz typische spätmittelalterliche gotische Form, von denen wir verschiedene Varianten haben, die aber immer diese Dornraste haben, so reichhaltig verziert. Und die sind also in mittelalterlichen Städten sehr verbreitet, aber auch auf dem Land sind also auch die Bauern nach städtischer Mode einhergeschritten. Überraschend ist hier, dass wir so viele davon haben. Das ist also jetzt mittlerweile 2 Tage hier und sicher ein Dutzend dieser Schnallen, die wir schon gefunden haben. Bestandsaufnahme am Nachmittag. Zu den über 200 Münzen kommen noch einmal so viele Kleinfunde hinzu. 30 Befunde ergänzen den Nachweis einer mehrphasigen Siedlung, die sich hier erstmalig fassen lässt. Der Schatz selbst wurde wohl um 1260 vergraben, der Zeit, aus der die meisten Funde stammen. Aus fast allen Epochen, in denen es Metall gibt, haben wir Funde gemacht. Ja, und hier, man kann das jetzt gar nicht alles zeigen, aber ein besonders schönes Stück, hier ein Reitersporn aus dem 12. und 13. Jahrhundert, der also in die spätslawisch-frühdeutsche Siedlungsphase gehört. Das ist also sozusagen meine Lieblingsmünze, eine ganz wunderbare und hier auch prägefrische Münze, die also eben einen direkt in die, ja, ins Mittelalter mitnimmt. Die 5-tägige Aktion wird sicher nicht die letzte gewesen sein. Dort, wo Sieghard Wolter die Münzen fand, wird nun ein offener Adelssitz vermutet, der bislang völlig unbekannt war. Ein großer Sprung durch die Zeit und die Kulturen. Eine Forschungsgrabung in der Waldstadt Wünsdorf, finanziert mit Mitteln des Berliner Antike-Kolleg.
Über 100 Jahre wurde das Gelände militärisch genutzt. Reichswehr, Wehrmacht, Rote Armee. Nun werden die Reste eines Kriegsgefangenenlagers ausgegraben. Wir befinden uns hier in der Vorhalle von der Moschee, die vor genau 100 Jahren errichtet wurde, im Juli 1915. Das ist die älteste Moschee auf deutschem Boden. Sie wurde im Kriegsgefangenenlager vom Ersten Weltkrieg hier errichtet für Gefangene mohammedanischen Glaubens. Die Idee für das Lager stammt vom Archäologen Max von Oppenheim. Etwa 4000 muslimische Araber, Inder, Afrikaner und Tataren waren hier interniert. Die Gefangenen sollten zum Überlaufen und zum Kampf gegen ihre Kolonialherren bewegt werden. Wichtigstes Instrument dafür die Förderung der Ausübung ihrer Religion. Im Garnisonsmuseum in Zossen sind Zeugnisse aus dieser Zeit zu sehen, auch ein Modell der Moschee. Also unser Problem ist, dass wir nicht ganz genau wissen, welchen Teil der Moschee wir haben. Wir haben nach der Befundlage auf der Fläche, die wir jetzt freigelegt haben, den Eindruck, es könnte sich um diesen Vorbaubereich handeln, in dem wir sind. Es könnte eben auch sein, dass wir diesen mittleren Bereich des Hofes in unserer Fläche haben. Auch dort gibt es querverlaufende Mauern in dieser Höhe und es gibt einen größeren Erdeingriff, den wir in der Fläche haben, so eine große Verfüllung, die sehr stark danach aussieht, als ob es eine Brunnengrube wäre. Und in diesem Hof gibt es ja einen Brunnen. Denn die Architektur zitierte unterschiedliche islamische Stilelemente, um möglichst viele Muslime anzusprechen. Bauhistorisch war das eine Besonderheit. Doch was ist heute davon noch zu entdecken? Sie sehen hier ein grünes Glas. Die Moschee selber, die Kuppel der Moschee war verglast und mit verschiedenartigen farbigen Glas versehen. Hier haben wir noch Reste davon, hier an dieser Stelle und hier vom grünen Glas. Das ist also aus dieser Zeit 1915 bis 1930. Dahinter liegen immer wieder Eisenteile, die von der Verankerung, Verstrebung von dem Fachwerkbau stammen. Also diese Moschee ist in ein Holzfachwerk ausgeführt worden. Die Verankerung, die Verstrebung, die finden wir hier zum Beispiel noch im Profil. Und dieser Eisenbolzen diente damit zur Spannung von den Holzbrettern der Moschee. Zu den Funden gehören ein Leuchter aus dem Innenraum und Zeugnisse des Lagerlebens sowie persönliche Gegenstände der Gefangenen. Nun wird hier eine Erstaufnahmeeinrichtung für 1700 Kriegsflüchtlinge aus Syrien gebaut. Es werden sicher noch einige Baueingriffe sein, die noch archäologisch begleitet werden, wo man vielleicht noch mal die Chance hat, Reste der Moschee zu bekommen. Aber dann wird es überdeckt bleiben, unter Pflaster, unter einem Container. Und dann ist erstmal kein Drankommen mehr. Deswegen war es für uns jetzt auch wichtig, diese Chance zu nutzen, wo hier ohnehin Eingriffe passieren. Zum ehemaligen Kriegsgefangenenlager des Ersten Weltkriegs gehört auch ein Friedhof, der sich, anders als die Moschee, bis heute erhalten hat. Zwischen Frankfurt an der Oder und Berlin liegt der Weiler Hoppegarten, seit 2002 ein Ortsteil der Stadt Müncheberg. Knapp 300 Einwohner leben hier, die Kirche wurde 1714 gebaut. Gleich hinterm Dorf beginnt der Wald. Doch für die Bewohner war er für lange Zeit tabu. Es ist nur eins von unzähligen ehemaligen Sperrgebieten der Roten Armee im Land Brandenburg. Jetzt wird es archäologisch untersucht. Eine einmalige Aktion, die bundesweit Beachtung fand. Es geht um ein sogenanntes Waldlager der Roten Armee, von denen es mehr als 50 gegeben hat und über die man so gut wie gar nichts weiß. Das ist ein russisches Schulterstück. Das wurde mit Stoff umspannt und dann aufgenäht. Schmeiß auf. Na, Mundharmonika. War eine Kleinstadt, eine russische Kleinstadt mit Blockhauslöchern, Versorgungsanlagen. Im Wald befanden sich hunderte Gruben, wie der Laserscan zeigt. Jedes Loch eine Semljanka, was übersetzt Erdhütte heißt.
800 Hütten oder Grubenhäuser sind es allein im Lager Müncheberg. Diese seltene Fotografie wurde 1943 in Russland gemacht. Laut Handbuch für sowjetische Partisanen ist die Standardbehausung 3x4 Meter groß. Das Lager steht im Zusammenhang mit dem Kampf um Berlin, der im April 1945 begann. Da genaue Aufzeichnungen fehlen, kommt den Funden eine ganz besondere Bedeutung zu. Interessant ist auch hier sowas. Ach, ein Koppelschloss. Ein Koppelschloss, ganz genau, und zwar ursprünglich ein Koppelschloss der Wehrmacht. Man sieht also hier den Reichsadler und Hakenkreuz, jetzt im Negativ, Gott mit uns. Und auf der anderen Seite, auf der Vorderseite, sieht man also, dass das ganz entfernt worden ist, platt gemacht worden ist. Und man hat also den Sowjetstern als Zeichen des Sieges, als Zeichen der Überwindung des Faschismus hier eingeritzt. Diese Sachen hier einzuritzen, das ist auch ganz interessant. Hat man also Schablonen gehabt, wie man hier sieht. Das ist also aus einem starken Blech ausgesägt, offensichtlich ein halber Stern, sodass man also schnell und leicht auf jeden gewünschten Gegenstand diesen Stern draufprägen konnte, draufritzen konnte. Also das ist so diese Aussage dieses Materials. Alles spricht hier von Überwindung, sowohl im ganz Großen, jeder kennt die Bilder von der Sprengung des Reichsadlers und der Hakenkreuze, bis hin zum ganz Kleinen für den einzelnen Mann. Und das macht es eben interessant und das ist das, was die Archäologie eben liefern kann. Auffällig ist, dass es im Wald verschieden große Gruben gibt. Eine Bauart misst 5x6 Meter und ist rund 1 Meter tief. Die Archäologen vermuten, dass sich jeweils 12 bis 16 Soldaten eine Semljanka teilten. Stück für Stück kommen die Ausgräber dem Leben der Rotarmisten näher, die 1945 hier im Wald kampierten, denn nicht alle hatten ein festes Dach über dem Kopf. Die Grube ist ein bisschen anders als die anderen. Die ist ein bisschen flacher, ein bisschen rechteckiger. Und die hatten nicht diese Eingänge, die es bei den anderen Gruben gab. Und jemand hatte angenommen von den Ehrenamtlern hier, dass es sich um eventuell Zeltstandorte handeln könnte. Und dann bin ich mit der Sonde mal rüber und habe tatsächlich 4, 5, 6 immer so im Randbereich von diesen größeren Zeltheringen gefunden. Und das reiche zumindest aus, um die Annahme, dass es sich um einen Zeltstandort gehandelt haben könnte. Dutzende, wenn nicht hunderte Zelte standen hier in einer langen Reihe. Mit jedem Suchschnitt wird das Lagerleben konkreter. Also diese kreisrunde Verfärbung im Boden, die wir hier sehen, die stammt vermutlich von einem Pfosten. Und die rechteckigen, streifenförmigen Befunde links und rechts von dem Pfosten, die stammen vermutlich von Spaltbohlen, die die Hauswand gebildet haben. Häuser, Grubenhäuser, Zelte. Auf einem Luftbild aus dem Jahr 1953 ist zu erkennen, wie das Lager aufgeteilt war. Nach Aussagen von Zeitzeugen haben bis zu 30.000 Soldaten hier im Wald gelebt. Zusammen mit dem Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst wird nach weiteren Quellen geforscht. Schon heute lassen sich Geschehnisse rekonstruieren, die so in keinem Geschichtsbuch zu lesen sind. Das haben wir gestern ausgegraben hier. Und dann sieht man, dass hier einer gelagert hat. Ich denke mal, Weinpulle war vielleicht Wein oder Wasser drin. Das Glas als Trinkglas. Hier ist Holzkohle drin und die werden sie wahrscheinlich als Ofen benutzt haben. Ach, aber das ist so ein typischer kleiner Rastplatz. Wurde so der Sieg über den Faschismus gefeiert? Wir wissen es nicht. Auch nicht, ob diese Gegenstände aus Hoppegarten stammen. Doch wir wissen jetzt, wie hart und entbehrungsreich das Leben im Waldlager Hoppegarten nach Kriegsende gewesen sein muss. Zwischen Krieg und Frieden heißt die Sonderausstellung, in der diese einmaligen Funde ab April im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel zu sehen sind.